Oh ja. Siehst du, da outet sich schon ein 12-Jähriger. Das war grad Spaß. Und für 13. Das bin ich. So, ich würde mal sagen, wir bleiben alle erstmal. Ja. Information. Kein blödes Rumgelaufe, ihr bleibt Information. Scharfschütze, Information bleiben. Also ich habe jetzt keine Lust, dass sich alles wild zerstreut. Also, wer ist der Scharfschütze? Green. 10. Ah, meine Güte. Aber nicht dazu. Da dürfte ein normaler Soldat sein. Lucky. Ja. Lucky, okay. Ja, da habe ich sie alle beisammen, ist ein Traum. Okay. Gut. Unser Ziel. Unser Ziel, unser Ziel, unser Ziel. Also, wir greifen an. Ein kleiner Moment, ich muss das gerade noch hier. Ohne 15? Abklären. Mega heiß. Amt, ich kann im Sitzen nicht salutieren, das ist aber doof. Wie kann man denn bitte salutieren? Raute, glaube ich, standardmäßig, oder? Du brauchst nur der Fahne zu salutieren. Habt ihr gerade ja, zu uns gefunkt? Okay. Jetzt weiß natürlich keine Sau, wo wer ist. Die Kommunikation ist miserabel. Ich lege fest, wir greifen Zone 4 an. Das ist unser Ziel. Das heißt, wir verlegen dorthin. Ja, okay. Nee, ich hatte nur gesehen, da gibt's Marker. Alpha Bravo. Das hätte was zu bedeuten. So, oh, die Angriffslinien, ja. Ab da, wo es losgeht. Ah, ja, tatsächlich. Gut, dann streiche, Sätze, wir greifen an Zone 15, bewegen uns bis Zone 14 durch. Wir kämpfen uns da einfach ein. Ja, wir kämpfen uns einfach mal quer durch. Okay, Charge! Okay, darf ich Vorschlag machen? Ja. Wir fahren bitte bis zu dem kleinen, sag mal, Küstendorf, die vier Häuser am Straßenrand, direkt hinterm Bahnübergang. Dann können wir uns am Felsen auf den Bahngleisen lang bewegen. Weiter ran würde ich nicht fahren. Koordinaten bitte. Markierst du? 032060. Ja, okay, ist verstanden. Ja, machen wir. Ah, Group Channel gibt's. Okay, Tor Alpha auf Tonner aufsitzen. Wir nehmen den ganz links. Er fährt? Neo. Du fährst. Ausgezeichnet. Oh mein Gott. Der Mann hat Vertrauen. War schön mit euch zu dienen. Wir haben noch einen Mann. Oh mein Gott, nochmal. Dieses blöde Aktionsmenü. Jetzt habe ich da irgendwo eine Mine oder eine Satchel hingelegt, anstatt in die. Ja, dann deaktiviert. Nicht aufregen. Wer geht anders am G? Ruhig bleiben. Trophy. Sind sie nicht mehr. Trophy geht an zum G. Den noch einer vorläuft. So, wir sind da. Okay. Alpha, absitzen. Warum läuft da einer weg? Sehr gute Frage. Weil der kein Atombombenziel. Okay, in Pfeilformation wir folgen. Wir bewegen uns jetzt an der Küstenlinie entlang. So. Bist du der schon wegläuft? Wir sind sie bewegt. Ja, ich bin der vorne wegläuft. Gut so. Ach so. Pfeilformation, das ist eine Linie. Wer ist denn das? Ein Delta oder eine Wedge? Einer links, einer rechts.
Und ich gehe wieder hinten rein. Kontakt auf der Straße. Kontakt, ja. Okay, Kontakt. Ablegen, ablegen. Alle runter. Feuer halten. MG liegt rechts außen. Er kommt auf uns zu. 2, 3, 4, 5 bis 10 Soldaten. 6 gesichtet, 7. Feuer frei. Nein, noch warten, warten. Erst wenn alle über die Bahnschienen sind, sonst können die dahinter Deckung nehmen. Okay, Feuer halten. Die haben uns noch nicht gesehen. Lass sie mal kommen. Okay. 2, 3, 4, 5. Ihr fangt an, von links aufzuräumen. 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Ihr fangt an, von rechts aufzuräumen. 10. Feuer nach eigenem Ermessen. Feuer halten. Verstanden. Mikrofon aktiviert. Okay, sie entfernen sich. Zur Information, zweiter Trupp weicht nach rechts in den Hang aus. Weitere Kontakte dahinter auf der Wiese. Direkt hinter dem linken Trupp. In Grobgeschätz 600. Ja, die zuppeln hin und her, lass sie mal kommen. Meisten stehen. Ja, aber ich weiß, ja, von mir aus. Weil jetzt alle von der Straße schon weg. Ja, der andere Trupp ist wieder hinten im Gebüsch verschwunden. Die könnte er so ziehen. Das wäre okay. Kein Problem. Loki, du kümmerst dich in erster Linie um die Scharfschützen, verstanden? Verstanden. Okay, alles wie gehabt. 1 bis 5 von links aufräumen, 6 bis 11 von rechts aufräumen. Sucht euch ein Ziel aus. Bitte Meldung, Feuerbereitschaft. Feuerbereit. Fertig. Okay, auferkanntes Ziel, Feuer. Ziele hinter den Büschen. Nachladen nicht vergessen. Okay. Da kommt ein Techniker. Selbe Richtung. Ab in dem Visier. Loki, hast du klares Schussfeld auf den Schützen? Nö, ich sehe ihn gerade nicht. Links. Richtung. Steht. Ich hab freie Bahn. Ah, okay, ja. Okay. Auf Schützen, auf Akustik. Team Charlie an Team Alpha. Anschuss, hören Feuer. Sie mich kommen? Feuer. Wer war das gerade? Wer hat gerufen? Charlie. Für Alpha. Schütze down. Charlie hier, Alpha. Sie haben gerufen, kommen. Fahrer aus Alpha, Alpha, brauchen Sie eure Unterstützung durch Aufklärungsfahrzeuge kommen? Negativ, komm gut klar, keine Unterstützung benötigt. Roger, Alpha, Ende. Okay, dann bitte mal jeder einen Blick rundherum. Sagt mir, ob ihr irgendwo was erkennen könnt. Du hast jetzt halt so ein paar auf. Wahrscheinlich. Wenn sie dir so Aufgaben sagen, ja, du hast rechte Gewehr, du musst immer ein bisschen höher zielen. Ja, ich kann jetzt mal einen Testschuss machen. Ja, ja, dann krieg ich Schimpfe. Okay, Alpha, aufstehen und nach rechts ausweichen, direkt hier an die Hügelkante. Offenem Feld ist keine besonders gute Idee. Ja, Haku hört. Die
anderen bleiben okay. Da liegen, na super. Weiterlaufen, nach vorne gucken. Zwei sind jetzt da liegen geblieben. Ja, wahrscheinlich, Charlie. Ihr braucht aber keinen Reporter nicht liefern. Ihr braucht nur Probleme melden oder falls ihr die Zusammenarbeit mit jemandem wünscht, der sich verweigert. Also eigentlich alles nur das Problem. Ist kein Status, bitte. Wer ist denn der Squad-Leader-Rat? Also, wo ist der? Ja, ich hätte eine Idee. Ja, die ziehen schon nach. Guck nach vorne. Du verlierst den Trupp. Geh. Ich bin bei allen. Achso, okay, hier ist noch einer. Ich bin daneben. Ich hab jetzt gerade den Anschluss verloren, wo seid ihr hin? Ja, die sind alle da. Ja, wir sind rechts, 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 rechts. Rechts, rechts, rechts von euch. Ah, ja. Klar, okay, hab ich. Ja, hier ist nichts mit nix in Pinkelpause. Mal dranbleiben. Der Pausen solltet ihr ansagen. Hey. Soweit ich das erkennen kann, ist hier alles sauber. Letzter Mann ist wieder dran. Rechts von den Schienen in 400 auf der freien Wiese. Weiterer Kontakt 200 Meter dahinter und nochmal 100 Meter rechts von dem. Ja, das ist verstanden. In Richtung des Zielobjektes. Ich verstanden, habe keinen Sichtkontakt. Ist es sicher runter zu den Schienen zu verlegen? Korrekt, ja. Ja, okay. Also wir verlegen runter zu den Schienen, gehen dann Stellung. An den Schienen ist einer. Der geht jetzt auf die Schienen drauf. Aber ja, okay. Das ist noch ein Stück weit entfernt. Ja, ein Stück, aber Kontakt. MG liegt sich links flankieren. Taktische Einschränkung, ihr seid zu nah zusammen. Ein Granatwurf und ihr seid alle weg. Hopp, rechts. Okay. Ja, Kontakt rechts. Oh, da ist eine ganze Menge. Okay, da ist ein MG-Nest. Ah, dann nutzen wir doch die Büsche hier. Ja, okay, sucht euch Deckung. Blickrichtung Nord. Helfer für Special Forces Team, bitte kommen. MG kann nicht wirken, weicht nach rechts aus, um von da aus eine Wirkstelle zu finden. Special Forces von Alpha, kommen Sie. Könnt ihr mir mal euren Lagebericht geben? Befunden und bei Position 031055 sind im Begriff vorzurücken auf nördliche Position, haben wir ein MG-Nest ausgemacht und setzen unseren Weg weiter vor, keine Unterstützung notwendig, keine Verluste. Gibt es eigentlich Wiesbaden? Ja, schon, Alpha. Falls benötigt wird, kann ich euch eine UAV-Drohne schicken und für euch die Region vor euch aufklären, ihr müsst dann nur Bescheid sagen, Ende. Freshman, wir haben halb rechts, 2 Uhr, bei dem Punkt 15, bei dem Punkt 15, 1 bis 10 Feinde. Ja, das ist verstanden. Fragengruppenführer, darf ich als MG 100, 200 Meter nach rechts ausweichen, um im Hang Stellung zu nehmen? Das Infanterie. Ja. Bleibt ein Umkreis von 500 Metern, positioniert euch so, wie ihr das für richtig haltet, das wisst ihr selbst am besten. Ja, vorsichtig, Bravo und Charlie sind rechts hinter uns. Also nicht verzahnen mit den anderen Gruppen oder Zügen. Ja, das ist verstanden. Komm über den Berg. Mein Feind, Erkennung setzt sich einfach mal voraus. Wir haben die scheiß Situation hier. Stimmt, wir sind die Matschigen für die. Ja, unten, die kleinen Geier. Okay, 10, 11. Ihr arbeitet als Scharfschützenteam zusammen. Ich hätte gerne, dass ihr Sichtkontakt herstellt zum MG-Nest und euch feuerbereit haltet. Okay. Können wir nochmal ein Hilfsziel von dem MG-Nest geben? Ich melde kurz eine
15 Sekunden Pinkelpause an. Ja, das verstanden. Ausführung. Positiv. Ja, die Ziele vom MG-Nest. Wo ist das denn? Das MG-Nest befindet sich vermutlich ziemlich genau beim Marker Zone 15. Ja, das ist verstanden. Ja, erkannt. Den nehmen wir mit. Das Infanterie in Gruppenstärke in Quergang Richtung Westen. Hatte Funkausfall, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wer das ist, aber da legt sich gerade einer vor mir hin. Im Hang oben. Das ist nicht gut vorm MG. Das ist der, der jetzt hockt? Der jetzt hockt, ja. Okay, dann bin ich das. Sorry. Kein Ding. Dich nicht gesehen. Ja. Ein Stück weiter hoch. Am Haus, also am roten Haus rechts daneben. Geht das so? Ein Schütze. Ja, so geht's. Ja. Ja, verstanden. Da ist MG-Bunker, kann ich einsehen, wirken, Garage, einstehender Schütze rechts neben dem Haus. Trupp in Gruppenstärke bewegt sich nordwestlich an der Straße, zweiter Einzelschütze. Okay. Zwei meldet sich zurück. Verstanden. Okay, machen wir es einfach. Hat jeder von euch eine Position, in der er sich einigermaßen sicher fühlt? Ein Problem gerade. Es kommen hinter dem MG-Nest gerade mehrere Leute zum Vorschein. Bisher ja, nur drei, verstanden. Aber ist verstanden. Hat jeder von euch eine vernünftige Position, von der er gut gegen das Ziel wirken kann? Noch nicht. Positiv. Geht. Wechsel nochmal. Ich suche immer bessere. Wovon? Mit den Scharfschützen aus, die fürs MG-Nest? Ja. Okay, Loki, hast du eine vernünftige Position? Hast du gutes Sichtfeld auf das MG-Nest? Ich sehe es, ja. Okay. Kannst du einen sicheren Schuss anbringen? Ich versuch's. Okay. Wo ist die Infanteriegruppe? Die Distanz geht runter zur Straße. Ist jetzt auf Höhe von diesen kleinen Büschen. Schätzungsweise 80. Ja, übernehme ich. Okay, Loki, die Distanz zum Ziel beträgt 420 Meter von deiner Position aus. Okay. Okay. 1 bis 5 wieder von links nach und die anderen nach rechts schießen. Ganz genau so. Okay. Also, möge sich jeder ein Ziel suchen. Die Infanterie hat irgendwas erblickt. Läuft los. Okay, sind alle feuerbereit? Korrekt. Bereit. Auf erkanntes Ziel, Feuer. Noch mehrere kriechende Ziele auf dem im Feld. Ja, bei 3-2-0. Da kreucht noch einiges. Ah, ich hab was auf meiner Pupille. Noch einer. Diese Zone ist jetzt grün, hat es was zu bedeuten? Autsch. Das ist die Feindfall. Geil für mich. Ah. Okay. Ja, und Leute, denkt bitte, wenn ihr irgendjemand in so einem komischen Anzug seht, so einem Sportanzug, den bitte nicht erschießen. Den brauchen wir, lebend. 3, 10 und 11. Ihr sucht euch irgendwo eine hübsche Position, von mir aus könnt ihr bleiben, wo ihr seid. Der Rest kommt mit mir, Sammelpunkt MG-Nest.
Verstanden. Positiv. Positiv. Gehe ich richtig in der Annahme, Scruffy ist Medic? Oh, dann brauche ich gleich mal deine helfende Hand. Alles beim Sammelplatz. Alles Sammelplatz, ja. Deswegen sagte ich gleich. Bist du umgeknickt oder hast du denn eine Kugel eingefangen? Bin den Hang runtergelaufen und anscheinend war da eine kleine Stelle etwas zu steil für mich. War dann eher fallen als laufen. Schütze 3 MG überwacht euer Vorgehen. Wiederholen? Schütze 3 MG überwacht euer Vorgehen. Ja, ist verstanden, wunderbar. So. Oh, oh. Stellung, Stellung. Schüsse. Vom Waldrand. Ja, wahrscheinlich Friendly Fire. Einer wird getroffen, einer wird getroffen. Da stoppt nochmal in dem G-Nest. Da oben sitzt Charlie und Wolfmann. Kam das denn her? Aus dem Gebüsch. Das war direkt vor mir, keine 100 Meter. Beides MG-Nest in der Waldreihe vor uns, guckt uns aber nicht an. Ich kann den MG-Schütze nicht einsehen. Jedna, odteď velím já. Dvě, odteď velím já. Jedna, přebírám velké. Da hinten. Deset, seskupit. Okay. Danke dir vielmals. Jedenáct, všichni ke mně. Okay. Okay, wurde der Feind eliminiert? Ja, der eine feindliche Schütze am MG-Bunker ist auf jeden Fall down. Okay, wenn der da an den drei Wirken ist. Das eine MG ist noch intakt, was aber nach unten bewacht, die Straße. Okay, ist verstanden. Okay, Weg fortsetzen zum Sammelpunkt. Du bist von oben runter. Kontakt 12 Uhr. Freundlich. Okay, Feuer anstellen. Okay, 3, 10, 11. Nachrücken. Verstanden. Wir geben euch Feuerschutz. Horizont scannen, Rundumblick verschaffen und unseren Kollegen da drüben Feuerschutz geben. Passt auf, es sind freundliche Einheiten unterwegs. Braucht jemand eine Granate? Neo, benötige Position des MG-Nests. Von dem du gerade gesprochen hattest, das noch besetzt. 2-8. Okay, 028 unten an der Straße, also 028 053 oder so. 280. 280. Ich hab grad aus dem Augen verloren. Okay. Oh, der Bravo-Trupp verzahnt sich mit uns. Sie sind rechts von uns im Gebüsch. Ja, ist verstanden. Man ganz einfach auseinanderhalten. Wir sind die Matschigen. Ja, die ziehen aber an uns vorbei. Lass die mal nach vorne. Schütze 3 anwesend. 10 anwesend. 10, 11 vorgelagerte Position aufsuchen, nach eigenem Ermessen Feuerbereitschaft herstellen auf MG-Nest bei Kurs 280. Melden, wenn feuerbereit.
Ausführung. Verstanden. Okay, der ganze Rest folgt mir. Wir bewegen uns nördlich am Waldrand entlang Richtung Nordwest. Packte denn dein Armpatch zu? Ich hab meinen eigenen genommen. Meinte Freshman, weil ich gerade neben ihm laufe. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht betrachtet. Er ist rund mit einer Eule drauf. Ja, so hatte ich mir das gedacht. Woran erkennt man eigentlich, wer wer ist? Am Arm ist er auf dem rechten Arm. Also zumindest bei denen, die eine XML haben. Ansonsten Andi, hast, am Gesicht. Du hast übrigens doch meinen. Nein, habe ich nicht. 6, das ist das falsche Team. Oh, fuck. Tut mir leid. Irgendwie fast dieselbe Richtung. Eine Weile. Und dann. Was ist denn das hier noch? Alpha geht oben rechts am Waldrand. Achso, okay, die zwei sind das. Okay, habt einen genauen Blick in den Wald hinein. Bestätige. Kann jederzeit irgendwas kommen. Jungens, kommt hoch zum Busch hier. Nicht auf der prallen Pläne. Ja, aber eine Pistole wiegt doch weniger. Ach so, deswegen ist er dann insgesamt leichter, ne? Das ja. Messer hat er nicht gefunden. Ach so. Also Sicht auf Schuppen hat er, aber ich wollte nicht, dass das die Zone ist. Verlege durch den Wald weiter vor. Noch nicht die richtigen Häuser. Wenn ich meinen Gold Revolver nehme, dann lachen sie sich kaputt. Du hast uns direkt zu unserer Rechen. Das ist unser Rechten. Straße. Oh. Ja. Machen wir gleich irgendwann mal Halt? Muss ich schon wieder essen, oder was? Nee. Oder sieht man die weißen Turnschuhe nicht mehr? Meine sind schon so voller Matsch, ey. Das geht hat er nie nicht. Von Turnschuhen gesprochen. Wir sollen doch Hase suchen, oder? Ich sehe einen Hasen. Jetzt mache ich hier kein. Jetzt mach. Straße nach oben gesichert. Okay. Okay, wir überqueren die Straße. Einmal nach links gucken, Delta einmal nach rechts gucken. Für Special Forces Team, was halten Sie davon, wenn wir gemeinsam die Zone 5 nehmen? Das ist für die Zone 5. Ja, allein oder funkt er nach unten? Crytek, Psycho, du guckst immer Alpha an, nicht Delta. Ach, das ist der Funkspruch, wenn man dieses Psst hört oder was? Ja, glaube ich, das ist gestellt. Das ist übergreifend, dann hörst du das. Das nennt man Whisper Mode. Ich höre das war ich jetzt aber. Delta von Alpha, sie funken den falschen Kanal an. Kommen. Gibt's einen Grund, warum er da oben auf dem Gipfel langlauft? Damit er das Ziel von oben einnehmen kann. Mhm. Denke ich mir. Ich würde auf eine Pause plädieren, sag ich jetzt mal. Weil mein Typ, der kann nicht mehr gerade ziehen. Ja, wir werden die Geschwindigkeit jetzt deutlich verringern und werden Kontakte uns ganz gemütlich. Hinter der Scheune, ich zähle bis jetzt drei Mann. Mhm. Ja, die wirken ein bisschen aufgeregt, wenn du mich fragst. Einer hat sein Fernglas in der Hand. 10 auf genau meine Position. Irgendwas haben die gerochen. Besteht hier Gesichtskontakt? Ja, hab's.
Oh, 10. Ah, da ist 10. Ah, ein Gebüsch. Okay, 10, diese Position halten und Ziel mit höchster Priorität aussuchen und feuerbereit bleiben. Ich lege mich mal gerade hier hinter den Baum, ich bin in einer Minute wieder da. Ja. Bin versteckt. Also, sucht euch selbstständig irgendwo im Umkreis von 300 Metern eine vernünftige Position, aus der ihr ein gutes Schussfeld habt. Sucht euch ein Ziel aus. Bei Bereitschaft melden. Ich kann nur ein Ziel identifizieren. Ja, das lag doch. SVD-Scharfschütze identifiziert am kleinen Schuppen. Verstanden. Wenn ihr mehrere Ziele zur Auswahl habt, dann suche ich das Ziel mit der höchsten Priorität. Heißt Scharfschützen und MG-Schützen. Und ihre sonst zwei Scharfschützen. Leeres Gerät. Okay. Ja, da ist eine ganze Menge unterwegs. Ich habe den rechten von den beiden da im Visier. Neo, du nimmst den linken. Korrekt. Okay. Top Alpha, auferkanntes Ziel, Feuer. Okay, 3, 9, 10 und 11 Position halten, der Rest mit mir. Wir bewegen uns langsam, also wirklich im Gänsemarsch, auf die feindliche Position zu. Fahrzeug auf der Straße gesichtet. Mit MG-Schützen. Feuer noch eigenem Ermessen. Bestätige. Richtung Osten. Technik, hab freies Feld. Feuer nach eigenem Ermessen. So Fahrzeug quält wieder auf der Straße. Der Schütze ist tot. Schütze ist tot und Fahrer ist auch tot. Kann nicht mehr fahren. Ja, da ist aber eben noch eins gewesen. Der kann noch ein bisschen. Oder noch eins. Also ich habe extra nachge. Okay, der Tactical ist definitiv sauber. Okay. Alle Einheiten, die jetzt noch oben im Wald auf Position sind, ihr habt gutes Schussfeld, ja? Ja, das geht. Zum Teil. Okay, ja, das langt ihr. Alle anderen Einheiten, ja, zum Sprung auf Marsch. Einer läuft einfach rein. Ja, das bin ich. Deswegen sagte ich zum Sprung auf Marsch, das heißt hinter. Jetzt. Na dann. Passt auf in den ganzen Fenstern. Ich überprüfe die ganz nördliche Falle. Ich bin hinter dir. Ich bin unten am Tor. Seid sehr sorgfältig bei der Zielerkennung. Überlegt euch zweimal, ob ihr auf irgendwas schießt. Osten, 13. Formation. MG-Stellung okay. Links vom Lager ist überprüft. Die beiden nördlichen Hangars, Co-Hangars sind sauber. Hinten Freshman. Ich gehe von östlich in den Stall. Wiederhole 6 wieder da, wohin? Runter.
Kontakt bei 120 Fahrzeug. Die an der Straße sind unsere Leute oder feindlich? Kann ich von hier aus nicht sagen. Ist wahrscheinlich feindlich. Stadion Bravo, Bravo sind aus der Stadt unten. An der Straße liegen zwei Schützen. Ich sehe mehrere MG-Schützen. Position? Richtung? Süd, irgendwas. Fahrzeug hinter uns gesichtet. Er schießt. Mit MG-Schützen. Ja, doch nur auf mich. Feindlich. MG-Schütze ausgeschaltet. I'm down. Beide neutralisiert. MG-Schütze verlegt aus dem Rang raus. Das Schütze 3. Mein Officer ist unten an der Straße. Bin down. Fahrer auch, weg. Down. So, da ich bis gerade eben weg war, wo ist der Feind überhaupt? Jetzt muss ich erstmal überhaupt einen Überblick kriegen. Der Feind ist bei 240 und an der Straße, korrigiere. 200. An der T-Kreuzung. Wer macht das Echo? Achso. Dorf macht das Echo. An die Sonne was? Lala. Ich bin das viele Unfallschaden. Schau doch unter die Boxen aus. Der hat Dauer senden. T-Kreuzung, kein Feind zu erkennen. Okay, sieht unten an der Straße sauber aus fürs Erste. Ich habe noch 380 Sekunden Zeit an der Nähe der Straße. Also Sonny ist unterwegs, alles wird gut. Nee, weil bevor er jetzt noch stirbt. Der packt mich an! Wie gesagt, Sonny ist unterwegs. Freshman, bitte Erlaubnis von meiner CZ. Jetzt möchte ich meine Infusion. TK zu wechseln. Oh, das schmerzt. Ja, Kontakt mit zwei weitere. Erlaubnis unten an der Straße. Halt. Beide neutralisiert. Gut. Wie war die Antwort auf meine Frage? Erlaubnis erteilt. Wo ich da ein bisschen Deckung, während ich runtergehe. Ja. Ja, ich gebe dir Deckung. Jetzt krieg ich noch ein Pflaster auf den Hintern, oder ich was? Ich auch. Danke. Wir sagen ihm nachher, wird er herkommen. Ich kann ihm nur Erste Hilfe geben. Dort gibt es übrigens auch Raketenwerfer. Okay. Soll ich weiter liegen bleiben? Ja, okay, ich bleib weiter liegen. Oh, das ist gut. Vielen Dank. Wie viele Raketenwerfer haben wir? Ein Raketenwerfer und 11. Negativ. 9. 9, du hast doch noch Raketen bei dir, oder? Ja, ich habe noch keine abgeschossen. Ja, okay, wir haben doch auch noch einen Assistant. 11. Light 5 oder so. Light 5. Du hast auch noch Raketen einstecken, oder? Negativ. Okay. Gut. Ich könnte eventuell Platz in meinem Rucksack machen, weil die Mine, die ich dabei habe, die brauche ich nicht. Echt nicht. Ich könnte auf eine Makarov umsteigen. Aber so gut wie gewonnen. Okay, nein, drei Schüsse. Gut, Charlie und Bravo sind unten in der Stadt. Ich glaube, die kommen soweit klar. Wir haben nichts mehr zum Hingehen, wenn wir jetzt weiter vorstoßen. Los wieder nach oben. Ja, wir bewegen uns nach Westen zur Straße und folgen dieser. HS einsatzbereit. 600 Schuss. Wunderhübsch. Wolf 1, ich hab gehört, von wo funken Sie? Wer? Freshman, du bist der Squad Leader, oder? Ja, das ist korrekt. Okay, gut, ich habe noch drei Schüsse mit einem RPG. Wolf 1, ich kenne Ihren Funkkanal nicht. Von wo funken Sie? Ah, Wolf 1 auf der Karte. Okay, Alpha, der Straße nach Westen folgen.
Also Nordwesten. Nordwesten, okay. Ja, ja. Aber am besten nicht über die Straße direkt. Nein. Ich möchte, dass 2 bis 5 auf der linken Seite laufen, und zwar im Waldrand. Und 6 bis 11 mit mir auf der rechten Seite. Verstanden. Besteht hier. Also 2 bis 5, dem mit der PK folgen. Mal leicht erkennen. Kann klar und deutlich aufnehmen, kommen Sie. Alpha, wie ist Ihr Status? Wir befinden uns gerade in Weg Richtung Zone 11 und räumen hier gerade noch ein bisschen auf. Es ist soweit alles versorgt, keine Verluste. Ja, verstanden, Alpha. Versuchen Sie noch Zone 11 zu befreien, anschließend kehren Sie zurück zur Basis, komm. Ja, das ist verstanden, kommen. Ja, verstanden, Ende. Dass du den Weg, den wir gerade gelaufen sind, zurückgehst, hier einen dieser liegen gebliebenen Technicals schnappst, zurück zu unserem LKW fährst und uns den hierher bringt. Alles klar, verstanden. Eventuell finden wir aber noch einen Technical vorne. Ja, Hauptsache ich finde den noch, ja, ja. Ja, wirst du noch finden. Ja, ich geh zurück, dann haben wir Redundanz. Redundanz ist immer gut. Richtig. Raffi, nimmst du noch auf? Abbrechen ist bei mir teilweise unter 10 FPS gesunken, deswegen. Ja, bei mir leider auch. Abstände vergrößern. Auf der Straße. Střílí po mně. 6. Seskupit. Nepřátelská loha 12 hodina 200 metrů. Jemand gefallen. 10. Hast du Schussfeld? Rechte. 2 bis 5 mir folgen, unten haben wir Deckung. Abschussfeld. 3 ist schon in Deckung. Entdecke den MG-Bunker und starte Feuer. Aber Schütze, ja. Ausgeschaltet. Ah, ist bestätigt. Ja, passt Deckung. Sierra Wolf 2, Feuer einstellen. Feindliche Einheiten im Schuss. Unter Beschuss. Hm? Auch nicht an uns. 2 bis 4 aufrücken zu mir. Feuer einstellen. Du musst gucken, in welchen Kanal du funkst. Du hast gerade Alpha angefunkt. Hört er nicht. Entschuldigung. Doch, ach, doch, hört er. Ah, stimmt, du hast auch. Du hast die Makros auch belegt. Ich habe alle Kanäle auf Whisper. Du weißt, bei der Straße kann MG-Bunker einsehen. Sauber. MG-Schütze scannt nach Norden, Schütze 3, linke Seite Straße. Kann Scheune oder Gebäude einsehen. Blick in die Stadt. Acht, Frage Status. Ortseingang. In der Stadt sind ziemlich viele. Ja, okay. Laufen der Straße entlang. Okay, okay, Kuhstall, eröffnet das Feuer, 2 bis 5 sollte nach rechts wechseln. Weniger. Alle heil auf. Bin verwundet. Aber nicht ernsthaft.
Kontakt, okay. Straße runter. Stellung, 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 nicht bewegen. Jeder bleibt, wo er ist. Dritten Haus, rechte Seite. Getroffen. Sieben ist verwundet. Ist arrived, wollen die Wildsau. Ist erledigt. Jetzt ganz, ganz sachte, nicht übermütig werden. Wir müssen jetzt mit höchster Vorsicht so vorangehen. Wenn nur gerade ein Schussfeld, das sich uns geboten hat, da kommt man nicht warten. Feindkontakt hinten auf der Straße wieder. Rechte Seite. Rennt gerade zu den Häusern. Feuer nach eigenem Ermessen. Auf bekanntes Ziel, nach eigenem Ermessen Feuer. Sichtkontakt verloren. Seite habt ihr gesagt? Jawohl. Glaubt, der wollte mir Böses. Ich habe das hier gesäubert. Ziel ausgeschaltet. Feind in Sicht. Hinterm Zaun. Liegt da. Durch den Zaun kommst du wahrscheinlich. Ja, schieß. Haut auf. Ausgeschaltet. Wunderbar. Danke. Schütze 3 MG zieht nach. Okay, 4, hier ist Special Forces Team an alle. Die Zielperson wurde gefangen genommen und befindet sich auf dem Rückweg zu unserer Basis. Alle Truppen, die jetzt nicht im unmittelbaren Kampf sind, sollen sich unmittelbar zurück zu unserer Basis begeben, damit wir uns dort sammeln können. Ende. Special Forces von Alpha haben verstanden. Bunkerkomplex voraus. Bunker voraus. Bunker ist leer. Eine ganze Weile, aber das hat nichts zu bedeuten. Wie kann der Trigger dafür scheint zu groß sein wie der Marker. Kann ich nochmal flashen? Chest, Cisco Pit. Irgendwie zeigte der mir plötzlich nur noch meinen Desktop, obwohl der, obwohl die Anwendung Arma aktiv war. So, da ja, da musst du draufklicken und dann kannst du Shift-Flash machen. Das ja, habe ich gemacht. Warten wir jetzt auf unseren Abholdienst? Ja, der ist schon unterwegs. Ja. Ja. Hast du schon Technical? Nickel, da bin ich. Ich bin schon fast an der Stelle. Ja, der ist schon fast im LKW. Wenn ich den LKW hier sehe, habe ich ihn. Wenn ich nicht sehe... Du bist dran vorbei. Hast gesehen? Ja, du bist definitiv dran vorbei. Ich stürme übrigens gerade mit Maximalgeschwindigkeit, die ich laufen kann, auf eure Position. Da, wo der Marker ist, steht der. Genau? Ich bin ja eben kurz weg. Ich hätte jetzt gesagt, da. Ja, aber hier steht er nicht, an den Häusern. Ach, Kacke. Ja, okay. Ist nach noch eine Mission? Okay, du musst in der Basis. Ist unser Abholdienst da? Nein, warte doch einfach. Putz deine Turnschuhe. Hab ich schon. Okay, hat einer von euch im Channel hier gerade die Möglichkeit, zu allen kollektiv zu sprechen? Ich hab keine solche. Okay, dann sag bitte mal Bescheid, dass einer von Trupp Alpha in einem Technical unterwegs ist, nicht dass er noch unter Beschuss genommen wird. Ja, verstanden.
Hier Alpha an alle Gruppen. Alpha hat Fahrzeugtransport. Achtung, Fahrzeugtransport durch Alpha. Kein Fahrzeug angreifen. Da Freund besetzt. Hier Alpha Ende. Ich bin für eine Minute ganz kurz weg. Ja. Ja, wir können uns jetzt an für sich ja einfach mal die Eier schaukeln. Ja, AT Camping brauchen wir. Du musst hier rein. Ah, na gut, eine Idee. Das ist auch ein Messi. Ja. Genau. 3, 2, 1. Das war das Dixie. Ihr seid ja so pervers, ey. Überall fliegt Scheiß rum. Greywolf, du warst gerade nicht da, oder? Genau. Jetzt, du erfährt uns, pass auf. Ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Rücken. Was ist jetzt los? Jetzt hat mich wieder einer gekillt hier. Hier nochmal Special Forces Team an alle. Also die Sleeperson wurde mittlerweile in die Basis gebracht und verhaftet. Sollten jetzt auf der Stelle alle Einheiten sofort zurück zur Basis kommen, damit die Mission beendet werden kann. Ende. Packt er da jetzt? Bei dir ist alles okay? Nein, ich hab'n Black Screen. Geht mal alle hinten rein und... Ja, okay, gut. Alle auf Tonner aufsetzen. Auf der Rückfahrt haben wir aber noch eine Überraschung, hundertprozentig. Die haben mich gerade... Also die haben mich gerade auf dem Hinweg schon scharf beschossen. Ja, das ist doch schön. Auch ein bisschen Action freue ich mich da auch noch. 13. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein... Sekunde, du wirst gerade repariert von mir. Ja, ich habe aber auch einen starken Blutverlust, glaube ich. Ja, dann absitzen. Wer fährt? Haben doch alles dabei. Ich fahre. Special Force, Bravo, kommen. Oder Neo, du bist gerade. Na gut, ja, ich Neo. War drin. Ja, dann fahr du. Dann fahr da du, ich mach mich am SG. Ja, komm, dann ich geh hinten rauf. Aber auf halbem Weg, warte mal. Ist markiert, da ist noch ein Officer und mehrere feindliche Einheiten. Auf der Straße. Wir. Ich hab's mal aber alle wieder absitzen. Ja. Okay. Neo, steig jetzt Gottverdammt nochmal als Schütze ein. Das nennt man Ausbildung. So, ein beschissener Schütze. Dann lass mich. Wir müssen lernen, wie man einsteigt. So, das Ding ist einfach verbuggt. Wenn Andi einsteigt, kann man nicht mehr wechseln. Ja, der Andi ist schuld. So, jetzt passt bloß auf, wie wir da lebend durchkommen. Beim ersten Mal habe ich gedacht, ihr seid das, bin langsamer geworden und dann haben die mich voll geplättet. Das kriegen wir schon hin. Wir werden einfach durchbrechen. Ich hab Angst, da sind schon wieder Wolf 1 an alle, könnt ihr gerade ein Foto von uns machen, die hier gerade im Lager sind, kommen. Das ist schön, ja. Gas, wer bremst jetzt feige? Ah, die hast du schön weggehauen, ey. Na, jetzt sind noch welche da. Einfach weiter. Wir sollen ja nach Hause. Richtig. Jemand verletzt? Blim? Na, dann fahr noch mal hier durch. Ich glaube, wenn wir hier durch sind, haben wir es geschafft. Ja, wir werden jetzt einfach durchbrechen. Foto wurde gemacht. Dankeschön. Ich habe gar nicht gegrinst. So, jetzt hier. Full Speed, no limit. Das kann man bei Arma 3 bestimmt auch, oder? Grinsen. Oder mit den Ohren wackeln. Man schon jeden einzelnen Knopf sieht, der gedrückt wird im Fahrzeug. Da haben wir nicht nur Mountainbikes, sondern E-Bikes für die Rentner. Ja. Wahrscheinlich kann man da nicht nur sitzen oder salutieren, man kann dann sogar noch sich eine Zigarette anstecken, den Flachmann rausholen. Freshman nächste links. Jawohl. Masse folgen. Ja, Leute, da war zwar eine Party, aber von der anderen Seite. Aber ich habe noch ordentlich welche erwischt. Ich mache heute Party. Machst du heute Party? Ich mache heute Party.
War okay. Ja, darum, dass unser Vorderreifen nicht kaputt geht. Ja, bevor das Ganze sich hier irgendwie zerläuft oder sonst wie abrupt endet, möchte ich mal sagen, ihr wart echt ein tolles Team, es hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Auch so. Lügen! Alles Lügen! Nee, das war cool. Das war wirklich cool. Die anderen waren immer die Ersten. Während wir noch fielen, lagen sie schon auf der Schnauze. Dann möchte ich jetzt mal als jemand, der das erste Mal dabei war, direkt die Idee anbringen, vergangen, dass man sagt, man kann ins TS gehen und im TS wird dann das extra für den Abend geänderte Passwort des Servers bekannt gegeben. Ja, Passwort haben wir uns absichtlich dagegen entschieden, damit wir eben auch die Leute, die neu reinkommen, nicht durch ein Passwort abgeschreckt werden. Damit die wir eben gratis auf TeamSpeak kommen. Lass die Leute mitspielen, lass die reinkommen. Jetzt blockt ja, nicht alles ab, das ist ja, ja okay. Das hat das die Arroganz, die ich nicht gebrauchen kann. Also die haben schon oft kann. Die Idee gehabt mit Passwort und wir haben es bis jetzt nur an drei Abenden gemacht und da haben wir es nur deswegen gemacht, weil der Server am Limit war und durch die im Hintergrund stattfindenden Connects und Disconnects ist der halt schwer am Arbeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schreiben wir ein Passwort rein, dann hört diese Connecterei auf. Aber nur da haben wir es gemacht. Ansonsten versuchen wir in der GECO die Leute, also auch den Leuten zu helfen, die nicht im Internet suchen, die die ganzen Communities nicht kennen, weil das ist ja unsere Zielgruppe, und die dann vielleicht abends durch die Landschaft ziehen und sagen, guck mal, da ist ein Server mit 44 Leuten drauf, da gehe ich auch mal drauf. Und die würdest du mit einem Kennwort rauskegeln, die würden nicht mehr kommen. Denken wohl Foto. Ja, ich denke auch, dass sie Foto denken. Ja, wir haben Schildkröten hier. Dann mach doch einen ein Foto. Ah, verdammt nochmal. Wir wollen jetzt alle wieder aufs Foto. Ja, dann machen wir es auch anders. Kann wieder ins Foto. Ja, wenn ihr schon alle hier zum Foto versammelt, dann macht es anständig. Und krabbelt nicht vor dem Foto rum. Salut. Gibt's jetzt noch eine Abschlussbesprechung? Ja, genau. Alle sammeln oben bitte. Wo zum Sonntag? Wo oben? Teamspeak oben. Schlachtfeld. Ah, verstehe. Okay. User left your channel. Na, 8:50. Alpha. Tolles Team, ciao. Channelwechsel zu Schlachtfeld. Also können alle zugeben, hier, das Wolf-Team war bestens, wir haben den gefunden. Anfängerglück.